Ja, hallo Freunde des solaren Saisonstarts. Heute zeige ich euch mal meine ganzen Anlagen, die im Garten bei mir verteilt sind. Unter anderem auch dieses Solarmodul, was ihr hier sehen könnt. Das habe ich ja vor einigen, ja, Monaten, Wochen mit Epoxidharz repariert. Und ihr seht auch, das ist immer noch sehr, ja, sehr schön, sehr glatt, sehr nicht milchig, also was halt alles gesagt wurde, ne, das hält nur wenige Wochen oder wenige Tage, dann vergilbt das und ja, die Isolierung wird halt undicht werden und so. Das kann ich alles bestätigen, dass das nicht so ist. Also es hält immer noch sehr gut. Hier kommt auch kein Wasser durch. Ihr seht, das ist sehr dicht, sehr, sehr dick vergossen auch. Das geht hier schon über das Aluminium sogar rüber und so. Also, dass da jetzt in naher Zukunft was passiert, das glaube ich eher gesagt nicht. Also entgegen der Behauptung von einigen Kommentatoren unter dem Video, als ich das Video gemacht habe, dass das sowieso nicht lange halten wird, bin ich jetzt eigentlich immer noch sehr überzeugt von der Arbeit. Und ja, ist doch immer noch besser, als das Modul jetzt mit Glasbruch einfach zu entsorgen oder halt wegzuschmeißen. So tut es auf jeden Fall noch seine Arbeit. Und ja, ihr seht es hier an der Anlage. Das ist meine Anlage mit gebrauchten Modulen und allen anderen Modulen, die hier so übrig sind. Und an so einem Tag wie heute mit solchen Sonnenverhältnissen endlich mal wieder nach dem Tal der Tränen ein schönes, ja, eine schöne Zeit, Solarzeit. Und ihr seht ja auch meine Lubi, die wird gerade wieder aufgeladen. Nach diesen langen Tagen, dunklen Tagen, ist es natürlich schön, endlich mal wieder hier draußen zu sein und den Strom dann auch effizient aus der Batterie zu holen. Wir haben jetzt hier leider einen kleinen Wackelkontakt, 13,3 Volt auf der Batterie. Das ist jetzt die Winterbatterie. Ich habe die Lithium-Eisenphosphat halt reingenommen, damit die in den kalten Temperaturen jetzt nicht so überbeansprucht wird. Und eine Bleisäurebatterie macht es ja überhaupt nichts aus, wenn sie mal bei Minustemperaturen beladen wird. Ja, hier ist jetzt noch so eine kleine Powerbank und ihr seht den 300 Watt Wechselrichter am Arbeiten natürlich. Die Kabel werden ja auch richtig schön warm, sind ein bisschen, ja, improvisiert und dünn, aber es ist noch keine Brandgefahr, also dann würde ich natürlich einschreiten. Aber wenn mein Kabel warm wird, das ist für einen Bastler nichts Beunruhigendes. Also erst wenn es qualmt, dann sollte man einschreiten, denke ich mal. Genau, und hier ist halt diese netzunabhängige Inselanlage mit den zwei gebrauchten Solarmodulen, die ich halt besorgt habe, um das Dach zu vervollständigen. Und das funktioniert wirklich noch mit am besten. Alles sehr günstig. Der günstigste Laderegler hier hinten verbaut. Tut seinen Dienst auf jeden Fall sehr gut. Alles in parallel verschaltet. Also sehr niedrige Spannungen und verhältnismäßig hohe Ströme dadurch. Aber trotzdem ist der Querschnitt nicht zu klein gewählt. Ja, mit kleinen Bewegungsmelder hier. Wenn ich in die Nähe komme, geht das Licht automatisch an. Das wäre die erste Anlage. Ja, die zweite Anlage, die ist ja hier mit dem Lademanagement. Zeige ich euch jetzt mal auch. Hat also auch sehr gut überwintert hier. Ja, genau, das kennt ihr schon. Das Lademanagement, die YouTuber Lars Platine, die Batterie ist voll bei 14,4. Man sieht auch, da geht jetzt nichts mehr in die Batterie. Das bedeutet, wenn das hier blinkt, dann wird der Strom von den Solarpanelen über den Laderegler weitergeleitet hier über an das Relais. Moment. Das Relais und dann geht es halt hier vom Relais in den Wechselrichter und ja, wenn die Batterie voll ist, dann speist der halt den überschüssigen Strom genau ins Hausnetz. Da haben wir noch einen, der liegt hier unten, den habe ich auch im Dauereinsatz. Und da, ja, Dauereinsatztest sozusagen, ist auch schon wieder sehr schön warm, funktioniert, das zeigt die grüne Leuchte an und ja, der auch. Per Dreifach-Vierfachstecker geht das Ganze dann ins Haus. Hier sehen wir die Solarpaneele dafür. Das sind nochmal 300 Watt. Und ja, hier sind, glaube ich, 200 Watt,
die über den maximal reingehen, aber ich denke mal, momentan kommen da vielleicht 50 Watt oder so. Denn es ist ja halt nicht perfekt ausgerichtet. Wir sehen hier die Sonne und hier die 200 Watt Module, die an dem Lademanagement vom Smart Home Yourself entwickelt, und hier oben nochmal die Solarpaneele, die schickt den Strom direkt in die Batterie, wird jetzt also schon gemindert vom Laderegler, weil momentan kommt halt mehr rein, als die Batterie aufnehmen kann, denn die ist ja schon bei 14,3 Volt, was auch schon sehr viel ist, also muss ich sagen. Genau, ab und zu kommt noch ein bisschen was vom Wind, das sieht halt auch ganz gut aus. Und hier kann man jetzt auch noch mal den Aufbau sehen, wie er funktioniert. Da ist halt der Wechselrichter ganz normal dran und die Solarpaneele liegen schön in der Sonne. So muss es sein. Ja, eins wollte ich noch erwähnen. Ich hatte hier vor, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder zwei Jahren ein Video gemacht. Und zwar habe ich hier meine selbst gebastelten Ringkabelschuhe verarbeitet. Das ist also ein Wasserrohr. Das habe ich halt ein bisschen bearbeitet, so dass ich hier halt ein Kupferkabel 16 Quadrat eingeführt habe und gequetscht habe und ja hier ein Loch reingebohrt, so dass ich halt dieses Kabel als Erdungskabel, wie man hier auch sieht, an dieses Solarpanel bringen konnte und somit halt, ja, falls es doch mal irgendwo einen Potenzialunterschied gibt, also eine Spannung auf dem Rahmen liegen sollte, sicherheitstechnisch der Strom halt, ja, von den beiden Modulen, hier habe ich das Ganze nochmal gemacht, dann halt, ja, als Schutzleiter sozusagen in die Erde geführt mit so einem Erdungsstab. Das Ganze ist jetzt mehr oder weniger, gekonnt als oder gewollt als gekonnt, denke ich mal. Da gibt es bestimmt einige, die sagen, das ist sowieso Quatsch, aber das ist mir egal. Ich habe also den Wunsch meines Vermieters erfüllt und die Solarpaneele geerdet. Das war also Voraussetzung für eine Solaranlage hier im Garten. Eigentlich nicht notwendig, aber gut, man macht es ja, um dann irgendwie halt seine Wünsche durchzubekommen. Und mir wurde gesagt damals, ja, nach 4 Wochen oder weiß ich nicht, was Matthias da genau gesagt hat. Matthias ist auch ein, ja, herzlich gerne gesehener Kritiker auf meinem Kanal. Er kennt sich halt mit technischen Sachen sehr gut aus, wie zum Beispiel edle mit unedlen Metallen verbinden. Das würde auf lange Sicht nicht gut sein, steht auch so in seinem Tabellenbuch und tatsächlich auch in meinem Tabellenbuch. Also wer sich da schlau macht, der weiß, dass man Aluminium und Kupfer nicht verbindet, und wenn doch, dann halt irgendwie so, dass es isolierend wirkt. Ist aber Quatsch, weil ja, es soll ja hier den Strom aufnehmen. Insofern darf es natürlich dann nicht isolierend sein. Wenn man das nicht isolierend verbaut, dann ist es halt ein edles und ein unedles Metall und die lösen sich gegenseitig auf. Konnte ich jetzt in den 2 Jahren hier nicht feststellen. Da sieht man mal wieder, Praxis und Theorie sind doch oftmals zwei verschiedene Welten. Und wie lange es jetzt noch dauert, bis sich der Aluminiumrahmen oder die Kupferschiene hier aufgelöst hat, kann ich euch in den weiteren 4 bis 6 Jahren, vielleicht 10 Jahren meines YouTube-Erfolgs gerne berichten. Also bleibt dran, ein Abo dalassen dafür, dann werdet ihr immer wieder mal auf dem Laufenden gehalten. Genau, ansonsten solche Unterkonstruktionen, alles sehr günstig. Irgendwelche Dachlatten, hier habe ich zum Beispiel sogar auf der Palette, mit der die Solarpaneele geliefert wurde, die habe ich halt direkt genommen, um das darauf zu verbauen. Also ja, möglichst immer den günstigsten Weg. Dieses Holz hat jetzt natürlich auch schon einige Jahre hinter sich, ich glaube 3 Jahre jetzt, und man sieht natürlich deutlich, das wird nicht ewig halten, aber ich denke mal, diesen Sommer schafft es noch. Da muss man natürlich dranbleiben, wenn man immer die günstigsten Methoden nutzt, da muss man halt öfter mal was bauen vielleicht. Ja, für die Sicherheit sorgen etliche Überwachungskameras. IP-Cams habe ich ja auf meinem Kanal auch schon reichlich vorgestellt. Früher, die hier habe ich mir noch selber gekauft. Der Vorteil als YouTuber ist halt, man bekommt diese IP-Cams für Videovorstellungen nahezu umsonst. Daher habe ich auch hier etliche IP-Cams verbaut. Die hier ist jetzt so eine 360 Grad zum Beispiel, mit Alarm und Licht und allen möglichen Funktionen. Ist natürlich ja ganz vorteilhaft, wenn man dann halt mal nicht jederzeit zu Hause ist und dann halt gucken möchte, was im Garten eigentlich los ist.
Aber ja, ihr seht also, das funktioniert alles wirklich richtig cool so. Und DIY-technisch ist der Strom dann natürlich irgendwie genauso, ja, günstiger sogar noch als aus dem Netz natürlich. Und mindestens genauso gut von der Qualität her. Ja, ich baue jetzt hier noch ein bisschen um, denn ihr seht ja, die ersten Schattenseiten treffen schon auf die Module. Da werde ich jetzt so ein bisschen optimieren. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr schaltet schon bald wieder ein, wenn es heißt, ein neues YouTube-Video bei YouTuber Lars. Bis dahin, euer YouTuber Lars sagt Tschüss und danke für die Aufmerksamkeit.